In der Nacht war mir irgendwie ganz komisch. Dann am nächsten Morgen konnte ich nicht sprechen. Ich kam nach Hause und sie sagten, Katrina ist total paralysiert. Ich habe dann versucht, ihren Puls zu fühlen. Diese sogenannte Impfung, es ist eigentlich Selbstmord. Aber irgendwann ist es auffällig geworden. Und dann haben wir mitgekriegt, Mensch, hier sterben Haufen junge Leute. Die Medien berichten überhaupt nicht über sowas.